Hallo, in diesem Video sehen wir uns Verben und Präpositionen an. Links stehen die Fragen und rechts die Antworten. Achtung, manchmal gibt es Personen und manchmal nicht. Setzen wir ein. Über wen spricht er? Über ihn. Sprechen über plus Akkusativ. Wen liebt er? Sie. Ich liebe dich. Das steht immer mit Akkusativ. Wovon hängt es ab? Davon. Abhängen von plus Dativ. Zu wem kommt er? Zu ihm. Kommen zu plus Dativ. Zu steht immer mit Dativ. Wofür bist du? Ich bin dafür. Sein für plus Akkusativ. Für steht immer mit Akkusativ. Worauf oder woraus besteht er? Darauf oder daraus. Worauf heißt im Englischen bestehen auf, insist, und woraus bestehen aus, insist. Hier ändert sich je nach Präposition die Bedeutung. Woran merkt man das? Merken an plus Dativ. Und jetzt die Wiederholung. Über wen spricht er? Über ihn. Wen liebt er? Sie. Wovon hängt es ab? Davon. Zu wem kommt er? Zu ihm. Wofür bist du? Dafür. Worauf oder woraus besteht er? Darauf oder daraus. Woran merkt man das? Daran. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung zum selber üben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Verben mit Präpositionen an. Links seht ihr die Frage und rechts die Antwort. Fangen wir an. Auf wen kommt es an? Auf ihn. Ankommen auf plus Akkusativ. Wen unterrichtet er? Sie. Das ist kein Verb mit Präposition, sondern das Verb unterrichten plus Akkusativ. Wozu oder wofür machst du das? Dazu. Dafür. Wozu oder wofür machst du das? Für wen machst du das? Für ihn. Für wen machst du das? Für ihn. Machen für plus Akkusativ. Wogegen bist du? Gegen das. Sein gegen
plus Akkusativ. Womit schreibt er? Mit dem Stift. Schreiben mit plus Dativ. Woran erkennt man das? Daran. Erkennen an plus Dativ. Und jetzt noch einmal alle Fragen und Antworten. Auf wen kommt es an? Auf ihn. Wen unterrichtet er? Sie. Wozu oder wofür machst du das? Dazu oder dafür? Für wen machst du das? Für ihn. Wogegen bist du? Gegen das. Womit schreibt er? Mit dem Stift. Woran erkennt man das? Daran. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen wo, wohin und woher an und dazu passend das Pronomen ihr bzw. alle Pronomen. Setzen wir ein. Auf der rechten Seite finden wir die Antworten, auf der linken Seite die Fragen. Woher kommst du? Ich komme von ihr. Von plus Dativ. Von ihr. Wo bist du? Ich bin bei ihr. Bei plus Dativ. Wohin gehst du? Ich gehe zu ihr. Zu plus Dativ. Wir essen bei ihr. Bei plus Dativ. Und noch einmal. Woher kommst du? Ich komme von ihr. Wo bist du? Ich bin bei ihr. Wohin gehst du? Ich gehe zu ihr. Wir essen bei ihr. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Möglichkeiten an, Pronomen zu verwenden. Er gibt es ihm, es, Akkusativ, ihm, Dativ. Sie gibt es ihr, es, Akkusativ, ihr, Dativ. Er, Subjekt, Nominativ, gibt das Geschenk, Akkusativ, Objekt, ihr, Dativ, Objekt. Setzen wir die Sätze ein. Die Kasus sind in verschiedenen Farben markiert. Kannst, bitte geben. Ja, gebe, gerne. Nein, das gebe, nicht. Hol, doch einfach selbst. Kannst, selbst holen. Setzen wir ein. Kannst du es mir bitte bringen? Du Nominativ, es Akkusativ, mir Dativ. Ja, ich gebe es dir gerne. Ich Nominativ, es Akkusativ, dir Dativ. Nein, das gebe ich dir nicht. Ich Nominativ, dir Dativ. Hol es dir doch einfach selbst. Es Akkusativ, dir Dativ. Du kannst es dir selbst holen. Du Nominativ, es Akkusativ, dir Dativ. Und noch einmal der ganze Text. Kannst du es mir bitte geben? Ja, ich gebe es dir gerne. Nein, das gebe ich dir nicht. Hol es dir doch einfach selbst. Du kannst es dir selbst holen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Verben putzen und waschen genau an. Achtung, diese Verben sind meistens reflexiv, aber nicht immer. Setzen wir ein. Ich putze es, das Auto. Hier ist es ein normales Objektpronomen, es, also nicht reflexiv. Ich putze sie, ich putze die Wohnung. Auch hier ist es ein normales Objektpronomen sie. Ich putze sie. Objektpronomen sie Plural. Oder ich putze sie mir. Ich putze sie mir. Sie ist das Objektpronomen im Akkusativ
und mir das Reflexivpronomen im Dativ. Ich putze sie mir. Und ganz ähnlich, ich wasche es mir. Ich wasche mir das Gesicht. Es ist das Objektpronomen im Akkusativ und mir das Reflexivpronomen im Dativ. Ich wasche es mir. Und jetzt noch einmal die Wiederholung. Ich putze es, das Auto. Ich putze sie, die Wohnung. Ich putze sie, die Zähne, Plural. Ich putze sie mir, ich und die Zähne. Ich wasche es mir, ich und das Gesicht. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die verschiedenen Verben unterhalten, sprechen, ansprechen und sagen an und dazu die passenden Pronomen. Die Lösungsmöglichkeiten sind a. sich, b. ihn, c. sie, d. dir, e. ihr und f. mir. Setzen wir ein. Sie unterhält sich, Reflexivpronomen, mit dir. Hier würde auch ihr oder mir passen. Wir brauchen einen Dativ. Er spricht mit ihr. Der Dativ von sie ist ihr. Sie spricht sie an. Hier würde auch ihn passen. Er sagt nichts zu mir. Der Dativ von ich ist mir. Und noch einmal alle Sätze. Sie unterhält sich mit dir. Er spricht mit ihr. Sie spricht sie an oder ihn an. Und er sagt nichts zu mir. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung.